Mein Name ist Lea Kollert, ich bin Doktorandin hier am Brahms-Institut. Wir haben hier einen originalen Brahms-Brief vom 19. Juni 1854. Der Adressat ist Joseph Joachim, der Brahms-Freund und berühmte Geiger. Mich fasziniert dieser Brief zum einen, da es allein in materieller Hinsicht einfach aufregend ist, so ein Schriftstück in den Händen zu halten, das Brahms eigene Handschrift trägt, das seine Gedanken transportiert und dazu noch so ein intimes Schriftstück. Gleich zu Beginn heißt es in der Anrede geliebtester Freund. Zum anderen interessiert mich natürlich auch als Forscherin der Inhalt. In so einem Brief sind ja immer viele verschiedene Aspekte enthalten, die interessant sind für die Forschung. Für mich persönlich und meine Dissertation, die ich zum Thema der junge Johannes Brahms und die romantische Literatur schreibe, ist aber gerade eine Passage besonders interessant, die sich hier auf der vierten Seite befindet. Da skizziert Brahms ein Vorhaben, um Stücke unter einem bestimmten Titel herauszugeben, und zwar unter dem Titel Blätter aus dem Tagebuche eines Musikers, herausgegeben vom jungen Kreisler. Also hier eine klare Referenz auf den Kapellmeister Kreisler aus E.T. Hoffmanns Erzählung. Mit dieser Figur hat Brahms sich in jungen Jahren sehr stark identifiziert. Er hat sogar einige Autographe mit diesem Pseudonym unterschrieben. Aber auch in anderer Hinsicht verweist dieser Titel in der Formulierung auf Hoffmann, nämlich auf den Untertitel der Fantasiestücke. Und überhaupt ist dieses ganze Konstrukt der Herausgeberfiktion durch die romantische Literatur motiviert. Das Vorhaben wurde letztendlich nie realisiert, aber was ganz interessant ist, dass diese Stücke, die Brahms hier aufgelistet hat, teilweise noch existieren, wenn auch in einem Fall unter einem anderen Namen. Und zwar ist das sogenannte Scherzino oder Fragezeichen in H-Moll als Intermezzo zwischen die Balladen Opus 10 geraten. Und diesem Intermezzo merkt man diesen Fremdkörperstatus, diesen eigentlich ursprünglichen Kontext tatsächlich noch an. Es scheint ganz mit der unheimlich fantastischen Erzählwelt E.T. Hoffmanns verbunden. Zu Beginn haben wir kurz angestoßene Quinten im tiefen Bassregister. Und kurz darauf folgt ein unheimlich gespenstisch anmutendes Motiv. Es lohnt sich auf jeden Fall, sich dieses Stück noch einmal unter diesem Aspekt anzuhören.